Für mein Buch Perfect durfte ich einen blinden Menschen fotografieren und bei der Gelegenheit fragen, wie sehr bist denn du mit deinem Aussehen zufrieden? Er antwortete sehr zu meiner Überraschung, überhaupt nicht und ich bin sehr kritisch zu mir selbst. Das hat mir förmlich die Augen geöffnet, dass offensichtlich unser Aussehen nichts mit Sehen zu tun hat, denn wenn das so wäre, müsstest du ja den ganzen Tag, um dich zu kritisieren, vorm Spiegel stehen, was du wahrscheinlich nicht machst. Und ich habe gelernt, dass unser Aussehen, das wir den ganzen Tag über vielleicht kritisieren würden, eher im Fühlen liegt. So, wenn du dich nicht schön fühlst, wirst du dich nicht schön sehen. Wenn du dich jedoch schön fühlst, dann wirst du auch von dir selbst und vom Außen als schön wahrgenommen.